Herzlich willkommen, mein Name ist Doktore und in diesem Video geht es darum, was euch in dieser Tutorial-Reihe alles so erwarten wird, worum es geht. Und da fangen wir auch direkt mal mit an. Was ich euch erzählen möchte, sind ja diese Sachen. Erstmal, was genau ist das hier für ein Tutorial? Die Philosophie, die ich mir da so bei gedacht habe. Also, was ich euch zeige, möchte ich natürlich schon mal so ganz grob umreißen. Und ich möchte euch auch sagen, was ihr denn mitbringen solltet, wenn ihr dieses Tutorial mitmachen wollt. Ja, was ist das hier? Das ist ein Tutorial für die Programmiersprache C#. Und es ist ausgelegt für absolute Beginner. Ihr müsst weder C#-Erfahrung noch irgendwie Erfahrung in Sachen Programmiersprache mitbringen. Es ist wirklich für Neueinsteiger gedacht, aber ich denke auch, dass Fortgeschrittene, die vielleicht schon so ein bisschen Ahnung vom Programmieren haben, doch an der einen oder anderen Stelle ganz schön was mitnehmen können, vielleicht noch ein paar gute Tipps und Tricks ergattern können. Und das Ganze soll so praxisorientiert wie nur irgendwie möglich sein. Das heißt, es ist keins von den Tutorials, wo erstmal 12, 13 Folgen lang irgendwelche wirre Theorie kommt. Nein, das möchte ich nicht. Wir machen das Ganze wirklich praxisorientiert, also Beispiele, und anhand deren lernen wir. Das bringt uns auch schon zur Philosophie von dieser Tutorial-Reihe. Learning by Doing, so heißt die Tutorial-Reihe ja nun auch. Das habe ich mir ganz oben auf die Fahne geschrieben. Ich möchte, dass wir Sachen wirklich anhand von praktischen Beispielen erarbeiten und lernen. Also wirklich beim Programmieren eines Programms die Sachen lernen. Keep things easy, also ja, Sachen möglichst einfach halten, denke ich, ist auch sinnvoll. Natürlich könnte ich anfangen mit einer ganz, ganz wahnsinnig tollen, mit einem ganz tollen Design der Benutzeroberfläche, aber ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht. Ich möchte Sachen so einfach wie möglich, aber dann doch so kompliziert wie nötig halten. Sprich, es soll alles noch Sinn machen, was wir hier versuchen, aber trotz allem erstmal so einfach wie möglich sein. Und JIT, das kennen die mit Programmiererfahrung vielleicht schon, JIT Compiler. JIT steht einfach nur für Just in Time. Das heißt, wir werden eben nicht vorher ganz viel Theorie machen und dann das Ganze anwenden, sondern wir werden direkt versuchen, Sachen zu machen und anzuwenden. Und wenn ich irgendwas Neues erklären muss, dann mache ich das halt Just in Time, sprich dann, wenn wir es auch brauchen. Das ist so die Grundidee. Ich denke, all diese Punkte spiegeln irgendwie Learning C# by Doing ganz gut wider. Und das möchte ich auch so gut es geht versuchen einzuhalten. Ja, und was ich euch alles so zeigen möchte, sind im Wesentlichen diese Punkte. GUI Design, ja, GUI steht für Graphic User Interface Design, sprich das Erstellen einer Benutzeroberfläche. Wir werden nicht mit Konsolenanwendungen oder irgendwelchen alten Schwarz-Weiß-Sachen beginnen. Nein, wir steigen sofort ein mit Programmen, wie ihr sie unter Windows kennt, unter Mac kennt, unter Linux kennt. Sprich Programme mit einer Benutzeroberfläche, mit Knöpfen und Text und. Das werden wir in den Grundzügen uns anschauen. Natürlich die Grundlagen der Programmiersprache C#. Werden immer wieder einfließen, ihr werdet eine ganze Menge lernen, wie man was programmiert und natürlich auch weiterführende Elemente dieser Programmiersprache und auch des GUI-Designs werden wir Stück für Stück kennenlernen. Das auch, obwohl vielleicht noch nicht alle Grundlagen von C# erschöpft sind, gibt es denn schon mal Weiterführendes, ganz einfach aus dem Grund, man muss nicht alles an Grundlagen kennen, aber braucht hin und wieder vielleicht trotzdem schon ein paar fortgeschrittene Sachen, um ein sinnvolles Programm zu erstellen. Und das möchte ich versuchen, alles möglichst gut unter einen Hut zu bringen. Und deswegen werde ich euch diese Bereiche alle so ein bisschen näher bringen. Und ganz wichtig finde ich, dass wir ein sinnvolles Programm erstellen werden. Das heißt, es wird am Ende werdet ihr ein relativ komplexes Programm haben, was eine ganze Menge kann und was halt auch sinnvolle Funktionen erfüllt. Ich denke, das hat dann noch einen gewissen Reiz, dass man beim Lernen einer Programmiersprache gleich was Sinnvolles kreiert. Was das für ein Programm ist, naja, da müsst ihr euch halt das nächste Video anschauen. Bleibt bis dahin noch ein kleines Geheimnis. Und was ihr selbst mitbringen müsst, sind eigentlich nur diese paar Dinge. Im Optimalfall das Programm Visual C# Express. Das ist kostenfrei, also völlig umsonst. Müsst ihr einfach mal bei Google eintippern, dann kommt ihr da direkt auf einige Download-Links.
Da wäre es sinnvoll, wenn ihr euch das runterladet, denn so ein Programm benutze ich auch. Und dann denke ich, ist es für euch relativ leicht nachzuvollziehen, was wo welcher Knopf gedrückt werden muss. Was ihr natürlich auch mitbringen solltet, ist ein bisschen Zeit. Nicht nur zum Anschauen der Videos, sondern auch zum Nachbasteln der Sachen. Und Geduld. Ja, nobody is perfect, keiner ist perfekt. Es klappt vielleicht nicht alles auf Anhieb. Deswegen ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen wäre sinnvoll. Ebenfalls sinnvoll, habe ich jetzt hier nicht raufgeschrieben, ist sowas wie Sachen einfach nochmal nacharbeiten. Wenn ihr etwas nicht hundertprozentig verstanden habt, das Video ein zweites Mal angucken. Nicht einfach auf Weiterklicken. Beschäftigt euch mit dem, was ich euch erzähle. Versucht es selbst. Programmiert es vor allem selbst nach. Ich denke, dann werdet ihr sehr schnell sehr viel lernen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Da geht es dann auch schon direkt los. Und tja, mit freundlichen Grüßen, euer Doktore.